Hallo, das sind die beiden Hippacks aus der Waypoint-Serie. Einmal die kleine Small-Version und einmal das große. Die Taschen und die Einteilung sind eigentlich identisch bei den beiden. Nur die Größe ist verschieden, das heißt, es hat auf jeder Seite auf dem Hüftgürtel eine Seitentasche. Und dann ein Hauptfach mit einer Tasche, welche unterteilt ist. Ich zeige die Einteilung hier an der großen Version. Da ist wirklich genügend Platz auch für große Fliegendosen, auch stehend einzupacken. Und hier nach dieser Trennung, nach dieser Trennwand, auch noch Platz für kleinere oder mittlere Fliegendosen und diverse Fächer zusätzliche sind vorhanden. Wie üblich bei der Waypoint-Serie hat es einen Halter für Vorfachspulen oder auch für Fliegenfett, Trockenpulver, was auch immer. Dieser Vorfachhalter oder auch das Fett kann man locker einfach auch außen drauf kletten, wenn man es bereithalten will, dass man gleich Zugang hat. Weil man in die große Version oft viel mehr Gewicht einpackt und viel mehr Volumen hat, hat es auf der Oberseite und auf der Unterseite je zwei Riemen, mit welchen man das Gewicht zum Körper ziehen kann, damit man es viel bequemer trägt. Und das große hat auf der Unterseite zusätzlich eine Mesh-Tasche, wo wir eine Wasserflasche oder auch mal ein Bier oder was auch immer runterpacken können, oder auch eine leichte Regenjacke hat Platz hier, dann bequem zuziehen können über den Elastbändel hier. Wenn ich fertig montiert habe, das Pack nicht mehr brauche, drehe ich es mit einer Handbewegung einfach auf den Rücken. Ich habe vorne alles frei und einfach und bequem werfen, nichts ist mir im Weg. Genauso funktioniert es mit der kleineren Version. Ich kann es auf die Art tragen, wie ich es im Moment anhabe, über den Schulterriemen, oder auch, wenn ich noch mehr Freiheit am Oberkörper will und etwas weniger Gewicht drin habe, kann ich den Schulterriemen einfach aushängen und es so tragen. Das funktioniert mit beiden Größen genau gleich. Sicher ein ideales Pack für all die Leute, die nicht so tief waten. Man ist schnell dabei, es hat eine gute Höhe und ist einfach zum Bedienen.